Hi Leute und willkommen zurück zu Kirby und das vergessene Land. Wir haben im letzten Part eine kleine Challenge hier absolviert mit Bravour und möchten uns auch direkt den nächsten stellen, weil hier haben wir auch noch eine. Und zwar mit einem Boomerang. Wir haben eine Minute Zeit. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Aber wir haben gesehen, wir brauchen das nicht unbedingt auf Zeit schaffen, so wie es aussah. Da geht's weiter, okay. So. What? Wie? Blöd, Mann, stirb einfach. Okay. Uff. Na komm. Nee, nicht geschafft. Was? Da fehlt ja noch einer. Mist. Oh nein. Ganz knapp nicht geschafft. Schade, aber das machen wir nochmal. Das schaffe ich definitiv. Das ist nicht so schwer. Hey. So, ich weiß nicht, wofür die da sind. Komm, hier. Das ist optional, dass wir das innerhalb der Zeit schaffen. Kriegen wir nur 50 weitere Münzen, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass es so wild ist. So. So, Weg ist frei. Komm. Jawohl, jetzt sieht sie doch schon gleich besser aus. Hey. Lass mal lassen. 9 Sekunden noch. Aber nur hinrennen. Einfach nur hinrennen. Jawohl. Sehr schön. Zeit ganz locker getoppt. Plus 50. Ich weiß nicht, was wir mir bringen. Ich kenne auch so immer welche Farmen. Also. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist. Aber wir sollten die Level auf jeden Fall zumindest einmal probiert haben. Dass wir das innerhalb der großen Zeit quasi schaffen. So. Dosenwerfer, aha. 1,20 sogar. Jetzt halten die mal ganz schön zu schon. Straße der Schätze, Dosenwerfer auf dem Markt. Wow. Na komm. Wie soll ich den denn treffen? Ah, oh, mies. Na komm. Ach, dreh dich doch.
Ah, toll, jetzt muss ich auch noch warten, bis ich da rüberkomme. Bin auf dem Weg. Jawohl, wir haben's geschafft. Okay, das werde ich nicht wiederholen. 21, 14 Sekunden. Zu schlecht. Na gut, weil wir zum Schluss auch noch im Kreis gefahren sind. Nicht so schlimm. So, gut. Aber wir haben es wenigstens gesehen. Das ist das, was ich eigentlich möchte. Aber die anderen haben mich schon getriggert. Die wollte ich unbedingt haben. So. Und wir haben hier noch einen. Angriff mit Köpfchen. Fahrt herüber. So, dann holen wir uns mal so eine kleine Pylone. Eigentlich sind die Einis vollkommen egal. What? What? Okay. Los, los. Oh nein! Bin ich denn da jetzt daneben gelaufen? Ja, genau. Ich lande nicht hier oben drauf. Wieso kann er da nicht rüber? Was war das denn jetzt? Ja, komm, hier sterben. Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum ist er dann nicht links raufgegangen? Oh wow. War eine kleine Hügel oder? Ich habe keine Ahnung. Oh nein, das ist runtergefallen. Natürlich. So. Das ist wirklich höher. Wow. Geschafft. Na, ein Glück. So kurz zum Ziel und trotzdem versaut gehabt. 45 Sekunden sollten wir schaffen. Nee, nee. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen es nur schaffen innerhalb der Gesamtzeit und dann ist gut. So, 4 Stück. Ich weiß zwar nicht, wofür diese Dinger sind, aber wir haben sie zumindest. So, das ist doch bestimmt auch noch was. Hier? Nein? Ah, da konnte ich sie. Achso, das war nur so eine Münze. Nein, 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 nein. Zurück. So, wollen wir uns mal in die Stadt umgucken? Oder mache ich jetzt ein... Aha, will ich das wirklich normal machen? Ach komm. Dann machen wir jetzt 100%. Das Gesuchposter war ja relativ offensichtlich. Wir müssen es halt nur einmal anzünden. So. Muss ich einsammeln. Toll. So, ich auch. Wir müssen nicht alles mitnehmen, aber bitte schon. Ha, jetzt habe ich es nicht weggetreten. Ich möchte schon das mitnehmen, was relativ offensichtlich ist. Noch einfach zu machen hier gerade. Zack, zack.
So, ab damit. Ups. Und drei? Ich hatte mich schon gerade gewundert. Hey. Ah, hat sie nicht so viel gelohnt gerade. Dann kann ich die eigentlich nicht einsaugen. Das ist ja vernünftig, was kriege ich von denen. Nein, 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 nein. Uff. Gott. Hammer. Na. Dass ich noch alles groß mitnehme. Das kann mir schaden. Ah, nein. Ups. So. Kriegst du was auch? Nee, nicht so schnell wie er. Schade. So, aber ich kann das nochmal heilen. So. Da. Und durch. So, da rein. Die Anleitung ist echt nicht nötig, ne? Da unten rechts immer einblenden. Ja, das war nicht nötig. So. Das mal mitnehmen. Ich dachte, ich könnte diese kleinen Poster ja auch schon alle abfackeln, aber die haben mir jetzt keinen Anhaltspunkt gegeben. Deswegen habe ich gut, dann werde ich wohl keine Poster zerstören können. Aber dem war wohl doch nicht so. Ups, so. Okay. Ups, einsaugen. So. Ich war ein bisschen in der Luft, deswegen geht's nicht. Und dich darf ich jetzt anzünden? Tatsache. Wow. Ah. Na gut. Ich meine, es war immer auffällig, ja, aber irgendwie. Ich will jetzt nicht rechnen, dass ich das anzünden kann. Ups. So. Boing.
Dann. Ah, von wegen. So. Ist irgendwie kein Boss. Ist auch egal. Zumindest haben wir hier noch ein paar Sachen. Schön, jetzt haben wir auch das. Ich würde uns im Nachhinein, wie es gesagt wird, was das nächste kleine Ding ist, was wir finden können. Kabu. Feuerkeil. Achtung, heiß. Nutze die Kraft des Feuers, um Lunden anzuzünden, Hindernisse zu verbrennen oder Gegner anzukugeln. Renne, springe und greife dann als Feuerball an. Auch gut, dass man hier immer wieder alles schon freischalten kann. In dem gleichen Level so. So, gut, dann haben wir jetzt auch hier 100%. Schön. Alle Waddledees fertig. Sehr gut. So, das hatten wir. Hier würde ich gerne hin. Wir sollen hier hin. So, Kugelsteinstraße. Gucken wir mal. Wieder vier Waddledees finden und noch ein paar Geheime. Optisch sieht das ja schon echt schön aus, ne? Klar, Grafik geht immer besser, aber weißt du, vom Flair her haben sie schon schön gemacht. Wow. Blödes Viech. Was bist du? Maulwurf? Oh. Na, von wegen. So, kann ich nochmal ein bisschen Heilung. Wieso lebst du schon wieder? Was geht dir? Ist drei Snacks? Ah, okay. Warte mal. Muss dich aufsaugen? Okay. Ja, es ist auffällig gewesen, dass er immer wieder gespawnt ist. Paff, paff, paff. So, ist drei Snacks von Baumstümpfen. Verbrauche ich Münzen? Nee, okay. Ach, wie komm ich. Ach, hätte ich da. Rüber. Komm ich da rüber? Nee, komm ich da hoch. Ah. Nein, geh weg. So, wie komme ich jetzt an den da hoch? Da oben ran? Kann ich so fliegen? Zimmies. Uah, weg. Hey. Aha. Einen haben wir. So, und wie komme ich jetzt an den hier ran? Keine Ahnung. Vielleicht von hier oben runterspringen? Dass wir dann die richtige Höhe haben oder so? Ja, scheint zu passen. Aha. Darf ich gar nicht rein. Ha, auch mitgenommen. Schön. Haben wir jetzt rausgefunden, wie wir da reinkommen. Irgendwie sieht Kirby aus wie ein Feuerwehrmann. Ich weiß nicht warum. Mit dem Hut und so. Das passt irgendwie. Ups. Aha, so ist also der Weg. Kann man aber Zeit nehmen. So. Ah. Sehr gut. Haben wir auch das.
So, kann ich was machen? Schade. So, wir brauchen noch einen Baumstumpf. So, irgendwo. Von wegen. Wow. Das Duell. So, das muss ich auch irgendwie aufkriegen. Oh, warte. Wie soll ich denn da rankommen? Aha. Tolles Versteck. So, die drei haben wir. Ich muss eigentlich da oben hin. Komm ich da oben rauf? Die Kamera geht schon so komisch dahin. What the? Oh mein Gott. Nein. Hilfe. Fette Kirby, wer kann? Viel Spaß. Ich werde doch platt gemacht. Oh nein, da war ein Schalter. Hätte ich den noch aktivieren müssen? Ich weiß es nicht. Hm. Nein. Ich weiß jetzt schon, dass wir was verpasst haben. Ein Auto. Ah, okay, schnappen wir uns das Auto. Haben wir hier noch was? Nee, gut. Tada! So, Vollgas. Ja, so. Wow! What the? Stein überall. Das war der letzte? Oh. Der war ganz schön was verpasst. Wow. Ist nicht so geil. Gut, wir haben aber zwei komplett verpasst. Das ist nicht so geil. So, zwei davon, die da und die drei. Gut, wir haben zwei verpasst, die wir suchen mussten. Na toll. Block, yay. Und das. So, gehen wir da beim nächsten Mal nochmal rein. Wir könnten es tun, damit wir hier auch 100% haben. Wir gehen direkt da rein. Ausflug ins... Was? Tschüss. Aha, neue Herausforderung. Zweimal sogar. Das können wir dann beim nächsten Mal direkt damit starten. Was war das jetzt hier? Ausflug ins Ambelen-Center. Aha. Gut. Mit den beiden starten wir da hinten nochmal. Wenn wir das hier haben, dann denke ich mal, können wir dann schon hier... Da rein. Dann werden die Wolken wahrscheinlich auch gehen. Ach, ich bin aber eigentlich noch davon fasziniert, dass wir es. Ah, fasziniert ist vielleicht schon mal. Enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben. So. Das ist besser. Warum ist das kleine Viech eigentlich immer bei uns? Es tut nichts. Wofür ist es da? Man weiß nicht. Gut, wir werden beim nächsten Mal nochmal hier reingehen und gucken, ob wir das hinkriegen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.